So, meine Damen und Herren, da kommen wir ja zu einer Demo, ungefähr 2 Stunden. Ich habe die schon einmal durchgespielt, deswegen haben wir schon einen anderen Titelscreen, der ist ja schon Silent Hill The Short Message. Das Spiel besteht aus 3 einzelnen Kapiteln. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Ich werde das auch. Maya told me to come here. Ich werde auch die Kapitel, also 3 einzeln aufzeichnen. Und wie gesagt, gucken auf eigene Gefahr. Horror wird hier nicht so viel unbedingt sein. Also von mir halt her, gucken auf eigener Gefahr. Weiß ich mal so. This model. Is it this building? Wow. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? Everyone's losing their futures. That's all adults are. A slave to the system. Where are you, Maya? Maya? Did Maya do this? CB. Cherry blossom. That's Maya's signature. She's amazing. The city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. I want to show the hidden side of girls, their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. How could I
ever be proud of myself. Everyone can see how talented she is. I couldn't be more different. Who's there? That's a relief. What's with this place? Why all the sticky notes? Loser! Stupid! Liar! Crazy! She never said anything nice. My mom loved me. Das ist eigentlich praktisch durchgehen und klicken. Und dann kommt erst weiter. Deswegen wohl irgendwie von manchen Tinten verschlossen sein, weil den habt ihr wahrscheinlich irgendwas übersehen. Antidepressants. I've taken enough medication. Laufen könnt ihr auch nicht. Ihr könnt auch nur in bestimmten Bereichen laufen, indem ihr abhauen müsst. Gewissen Punkt. Wobei Kapitel 3 nachher das am, sag ich mal, nicht am schlimmsten ist, aber vom Dings ist vom Bereich her ist, dass ihr das, wenn ihr da vergeigt, Kapitel 3 permanent immer wieder von Anfang an durchspielen müsst. Das heißt, wenn ihr Kapitel 3 vergeigt, müsst ihr Kapitel 3 immer stets von vorne anfangen. Und dabei ist aber Kapitel 3 eigentlich auch in der Hinsicht das kürzeste von allen. Wie gesagt, Kapitel 1 wird angezeigt ca. 30 Minuten, Kapitel 2 ca. 40 bis 45 Minuten, Kapitel 3 habe ich mir nicht angeguckt, was da gezeigt wurde. Das müssen wir auch gleich laufen. Kapitel 3 wieder am schlimmsten, weil es euch da Dauer verfolgt.
Not Maya, too. She has been acting weird lately. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful, they fall beautiful. That's how I want my life to be. Why is she not replying? Come on! I have to find her. That monster. It's gone, right? Where is the studio? The famous suicide spot. Ja, wenn das Handy mal anfängt zu flackern, müsst ihr doch einstellen. Verfolgungswahn. Euch mehr oder weniger das Layout auch merken. Wie gesagt, wenn ihr den Text durchlesen wollt, müsst ihr einfach pausieren. Wie gesagt, diese Demo gibt es auch momentan auch nur für die PS5. Andere Konsolen sowie Xbox oder PC sind momentan gerade nicht berücksichtigt, diese Demo zu erhalten. Only doesn't get it. Gotcha. So he don't really like this place. I get it. People in this town see graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is, the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's no way out. Nachdem wir, müssen wir uns nachher merken, ja, wir bewegen uns immer im gleichen Bereich. Im Kapitel 3 ist die Tür nämlich verschlossen mit 5 Ketten, sowie in Silent Hill Feeder Room. Dann müssen wir 5 Bilder nachher sammeln, dann kommen wir da durch und ist vorbei. Aber anfangen müssen wir nachher da durchlaufen, wenn wir wieder verfolgt werden. Maya, are you here? Is this your studio? Oben links der Kreis heißt nur, dass da in dem Auto gespeichert wird. Are these Maya's sketches? These das heißt, wenn ihr stirbt, taucht ihr denn da genau in dem Augenblick da meistens wieder auf. Nun, Kapitel 3 gibt es den Bereich nicht, weil Kapitel 3 das kürzeste, glaube ich, ist.
A new life? So full of life. Maya? Why won't she reply? Where are you? She jumped from the villa. Why did she have to die? Maya's dead? Und hier beginnt das Problem. Maya's really dead? Um was die Demo sich eigentlich handelt, von Inhalten her. How could I forget that? Are you alright, Anita? Who's this? Find it. Who? Where am I? Oh,
had died. But her art lives on. Even more followers. No one is ever going to notice me. Und gleich kommt ein Text, der nämlich genau wichtig ist. Der wurde am Anfang aber kurz einmal eingeblendet, den habe ich da übersprungen. This is where I jumped from. Maybe I can be like her. Here goes. Genau, und das war der Text, der am Anfang angezeigt worden ist. Wenn du das Gefühl hast, dass du suizidgefährdet bist oder dich selbst verletzen könntest, wende dich bitte an Experten, die dich professionell beraten. Unterstützen oder medizinisch behandeln, um Selbstverletzung und Selbstmord vorzubeugen. Wenn du Hilfe brauchst, wende dich bitte an die örtliche Notfallhotline oder ein Krankenhaus in deiner Nähe. Wenn du merkst, dass jemand in deinem Bekanntenkreis Probleme hat, sprich mit dieser Person. Ein mutiger Schritt kann Leben retten. Und das ist nämlich der Inhalt dieser Demo, eigentlich, den man vermitteln will. Wie gesagt, deswegen hier liegt es nicht der Bereich auf Horrorgedöns, sondern eher auf so ein Inhalt. Das war auch der Text, der am Anfang eingeblendet worden ist. Deswegen, wenn da was ist, wie der Text hier schon sagt, kümmert euch drum und lauft sofort nicht weg. Auch wenn ich jetzt nicht der beste Typ bin, der darauf eingeht oder sagt hier, ne, kümmert euch um eure Gesundheit. Ne? Weil das hört sich jetzt so doof an. Ich bin in so einer Situation nie, denn im Endeffekt jeder ist für sich selber verantwortlich und für sein Umfeld. Na klar gibt es Probleme, keine Frage, wo man vielleicht selber nicht rauskommt, in solchen Fällen, keine Frage. Ja, ich kann darüber nicht viel sagen. Wie gesagt, ich bin in sowas nicht drin, ich habe auch nicht Leute im Umfeld, die damit zu kämpfen haben in der Hinsicht oder so weiter, aber wie gesagt, wie es jetzt steht im Text, sucht euch in irgendeiner Form, Art und Weise Hilfe, wie die Hilfe aussieht für euch selber, sei dahingestellt, ob ihr es mit Freunden spricht, Familien, wie auch immer, oder hier den Rat folgt, wie es hier gerade steht, professionelle Hilfe, das wäre immer noch der beste Weg, ist im Endeffekt euch nachher überlassen, aber irgendwie, wenn ihr sowas habt, jeweils einmal mehr Hilfe holen, auch wenn hier ist vom Therapeuten vielleicht erstmal nichts steht, das wäre unumgänglich wahrscheinlich. Je nachdem, wie tief das verbreitet ist. Wie gesagt, das sage ich jetzt auch noch einmal. Der Text kommt nachher, aber nachher noch zweimal, einmal am Ende Kapitel 2 und einmal am Ende Kapitel 3 kommt nochmal. Wie gesagt, lauft davon nicht weg. Weiß, scheiß Situation. Entschuldigung. Aber jeweils einmal mehr gehen und dann eventuell auch sich Therapien lassen, eventuell, wenn es notwendig ist, statt davor wegzulaufen und wie eben richtig gesehen vom Dach zu springen. Weil das Leben ist, glaube ich, im Endeffekt nachher
wichtiger, unabhängig in welcher Scheißsituation man steckt. Aber wie gesagt, einmal lieber mehr Hilfe als einmal zu wenig. Und jetzt natürlich den passenden Abschluss zu finden, ist natürlich noch problematischer. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, wir gucken auf eigene Gefahr. Ne? Weil was hat damit nämlich zu tun? Wie ihr auch gesehen habt, das Szenen, mit deinen Zähnen im Beizimmer, Selbstverletzung und so weiter, wird nicht besser vom Inhalt her. Ne? Deswegen notgedrungen komme ich jetzt am Ende und sage danke fürs Zugucken in Kapitel 1 und wir sehen uns dann gleich oder in der nächsten Folge in uns in Kapitel 2 uns an dieser Stelle wiedersehen.